Hi, ich bin Sascha. Nie gehört, wer ist das? Sascha? Ach hier, ja, der Transvestit, alles klar. Ich bin das Großmütterchen! Ah! Ich habe damals bei Apple Pie die Gitarre gespielt und habe gesungen. Guter Gitarrist, sehr guter Gitarrist. Keine Ahnung. Ja. Münze. Ein bisschen gay. Hallo, ich habe ein paar Probleme mit dem Hoden. Los! Nee, ich habe wirklich Hodenkrebs. Ich fühle mich auch heute so, als ob ich AIDS hätte. Weißt du, Sascha ist so einer, der sah mit 11 aus schon wie 12. Oh. Okay. Ich habe am 22. Januar Geburtstag und bin demzufolge Wassermann. Sascha hat sehr große Waden, muss ich jetzt mal sagen. Sascha hat Mutantenwaden. Mutantenwaden müssen ins Wasser, denn sie wachsen. Na, ah, nass! Ich hab dir angebullert. Meine Beine sind nass. Ich hab keine Mutantenbeine. Ich hab Fisch gefangen, großen Fisch mit Riesenwaden. Ist aber ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Fisch ins Netz, yeah! Riesenwaden, Wadenfisch. Teilweise auch ein bisschen verrückt. Ja, bei Sascha im Kopf, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, bei Sascha im Kopf sind irgendwie so kleine Blubberbläschen. Oder irgendwelche bunten Bildchen, die sich hin und her bewegen. Kaka! Ich habe Saschas Penis gefunden. Oh, hier im Urwald. Ah! Seht ihr, oder was? Das ist Sascha sein Penis. Nee, nee, das ist da drunter. Hier kriegt Olli immer einen Arsch rein. Schön. Ich hab meinen Arsch nicht rasiert. Ah, hey Sascha, Aftershave. Verstehst du? Aftershave? I'm not happy about my hairs. Oh, so hair fucking shit. It's fucked up, man. Yeah. Yeah. Das ist meine Kamera. Das ist mein Portemonnaie. Ja, right. Meine Lieblingsbands, die ich wirklich mag, sind auf jeden Fall, wie schon gesagt, Wieso, Good Riddance, Only Crime, MXPX, Blink-182 und Social Distortion. Hi, ich bin Sascha von Apple Pie und das ist die Bühne. Wir spielen da mit Friendsack zur Friendsack Release Party. Und es sind schon sau viele Leute da. Alex, zeig mal die ganzen Leute. Ey, der Donut, füll mal den Donut. Sieht aus wie Saschas A-Loch. Auch so braun drumherum. Meine Hobbys sind natürlich Gitarre spielen, singen, mit meinem Auto rumfahren, DVDs gucken, Playstation spielen und lauter anderen Scheiß. Also hier ist die Toilette. Yeah. Warte, die Spülung mal. Die Spülung geht einmal frei. Wenn du in die Fotze fotzt, dann fotzt die Fotze. Oh, ich würde sagen, ja. Ich hab halt meine Oma angerufen. Echt?
Mein Name ist Alex. And I'm a fucking bass player, sexy bass player for Apple Pie. So good. Ich habe bei Apple Pie Bass gespielt und war einer der beiden Sänger. She's turning around, does my breath smell bad? Guter Sänger. Sascha ist ein kleiner Mann, das hängt sich immer beim Fischen an. Wahnsinns guter Songwriter, hat ja richtig was drauf, was das angeht. Die Sonne scheint, es ist ganz hell, wir kaufen uns ein Karussell. Aha, geht schon wieder los. Alex ist auch definitiv ein Freund fürs Leben geworden. Er war immer der Mann an meiner Seite. Wir haben quasi auf der Bühne eine Ehe geführt und es war auch sehr, sehr cool. Er ist auf jeden Fall faul wie Scheiße, also das geht gar nicht. Ja, Alex ist wahrscheinlich der faulste Mensch, den ich kenne. Hey, kein Bock mehr. Der geht nicht arbeiten, der macht gar nichts. Wir spielen ganz normal Videospiele, aber trotzdem habe ich ihn sehr in mein Herz geschlossen. Er ist wirklich auch ein sehr, sehr cooler Musiker. Und geiler Songwriter und der Typ ist schon cool, fetzt schon. Ich hab kein scheiß Abitur, ich scheiß auf Abitur. Ich hab scheiß Abschule. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen und bin trotzdem mit ihm befreundet und da hat er verdammt viel Glück gehabt. Mein Geburtstag ist der 8.10.19. Das kennt ihr. Genauso verrückt wie Sascha. Wenn nicht noch ein bisschen mehr. So Kinder, so, so sieht Alex beim Sex aus, jetzt wisst ihr. Ich fuck dich mit dem Kescher! Nein! Ich fuck dich mit dem Kescher! Oh, no! Ich fuck dich mit dem Kescher! Oh, no! Meine Lieblingsbands sind auf jeden Fall NoFX, The Queers, Screeching Weasel, H2O, Pennywise, Lagwagon, Propagandy. Mountain Dew, the real thing. Sogar Apple Pie trinken wir jetzt im Studio, also kauft ihr sie auch. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich habe immer irgendwas zu tun. Mir ist selten langweilig. Alex, Alex hat Friends mit dir. Der Menschenhandel muss aufhören. Hier werden Amerikaner verkauft. Oh no, nicht gut. So befinden sich die Mädchen beim Frauenarzt. Alex vor der Mädchentoilette. Ist eingebunden. Oh. Scheiße. Wollen wir uns die Unterhosen ausziehen und mit Unterhosen reingehen? Yeah! 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 Meine Hobbys sind Musik machen, Musik hören, Musik sammeln, Videospiele, Filme. Ich gebe halt gerne Geld aus, auch wenn ich es nicht habe, aber das ist mir scheißegal. Man lebt nur einmal und dazu sage ich nichts ohne meinen Anwalt. Hier mein Boot, was ich mir liefern habe. Lassen. Ich hab Stuhlgang. Ähnlich. I'm ready to rock the planet, man. We'll be right back.
Ja, hi, ich bin Olli. Ich habe die Drums gespielt bei Apple Pie. Und da kommt Olli. Hi, Olli the Rolli. Das ist der 19. November. Die längste Glatze der Welt. Ihr seid doof. Olli ist eine sehr ruhige Person. Okay, Olli. Olli ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ruhiger Typ. Hat den kleinsten Penis der Welt. Und ich glaube, in Wirklichkeit, dass er schwul ist. Hey, bevor es weitergeht, hier ein Schlüssel. Ich glaube, hier steht drauf für den Jungs-Umkleideraum. Weiß ich nicht, wen mir gehört? Olli vielleicht. Olli ist aber auch ein Mensch, wo man wirklich sagen kann, auf den kann ich mich verlassen. So, egal was er macht, der ist da immer voll dabei und versucht sein Bestes. Meine Lieblingsbands sind die Ataris, Blink 182, NoFX, Lagwagon, Bad Religion. Olli, schlaf! Du musst den Popo stecken, Olli. Tut doch gar nicht weh, nur am Anfang ein bisschen. Ja, meine Hobbys sind natürlich Schlagzeug spielen, Konzerte gehen und nichts machen. Schlafen, weil ich bin oft müde. Genau, das wollte ich noch erzählen. Ja. Bist du fit? Sehr motiviert und auch sehr ruhig. Was ein seltsamer Hinweis dafür ist, dass er vielleicht gay sein könnte. Wer weiß. Auch wenn die anderen sagen, dass ich manchmal ein bisschen ruhig bin. Haben sie auch recht. Aber die haben halt nicht immer recht. Olli, du bist netter. Das war's. Mein Leben ist langweilig. Alex und ich, wir haben uns 2001 kennengelernt im Sommer. Das war damals auf einer Gartenparty. Und ich kann mich gut daran erinnern, da hat er auf irgendeiner Tafel war irgendwas gemalt. Und unter anderem auch NoFX stand drauf und sowas. Green Day. Und da habe ich ihn gefragt, ob er das gemacht hat. Und er hat natürlich ja gesagt. Und von da an haben wir uns gut verstanden. Und irgendwann ist uns die Idee gekommen, ich könnte doch mal trommeln in der Luft. Auf jeden Fall lief die Dude Range und ich habe halt dazu getrommelt. Er hat gerade einen Bass gekriegt, den er sich da gekauft hat. Wie ich das so für mich gesehen hatte, hat er so Taktgefühl gehabt. Und da habe ich ihm gesagt, dass er sich doch ein Schlagzeug kaufen sollte, weil ich unbedingt eine Band machen will. Das ist doch okay, mache ich. So, und da habe ich ihn dann überredet und habe ihn dann schon bei eBay eins rausgesucht und das hat er sich dann ersteigert. Schlagzeug gekauft und von da an ging es los. Also ich hatte schon zwei Songs fertig damals, 2002. Ich hatte schon Caramel und Hint
Das klang natürlich damals alles noch ein bisschen anders, als ich das mit Olli alleine geprobt habe, aber es hat sich natürlich alles entwickelt, so wie man es dann heute kennt. Was uns gefehlt hat, war ein Gitarrist. Ich hatte dann eine Anzeige aufgegeben und daraufhin hatte sich ein Typ gemeldet, mit dem haben wir dann ein paar Mal geprobt. Ja, und die erste Probe, das war dann bei Olli im Zimmer und das klang alles noch ziemlich wild und rau und es war mehr ein Jammen und Testen als eine richtige Probe. Also wir hatten dann bei mir zu Hause die Garage umgebaut in einen Proberaum, was sehr vorteilhaft war. Wir konnten dort proben, wann und wie wir wollten. Wir haben dann auch mit unserem ersten Gitarristen dort ein paar Mal geprobt. Es war nicht besonders, aber man kann sagen, es war schon die Anfangszeit, wo man sehr begeistert von seinem eigenen Kram ist und ja, es war schon nicht schlecht. Der Gitarrist war halt nicht so gut, er hatte nicht so das Rhythmusgefühl und da haben wir uns gesagt, wir lassen es lieber, weil das würde so nichts bringen. Und 2003 kam Mitch dazu. Ich bin Mitch, ich bin quasi leckere 24 Jahre alt. Lecker, lecker, lecker! Man kann ja. Schau mal her. Du musst sagen, wer du bist, also was du machst und kannst und bist. Ja, ich, oh. Wie man sieht, ich kann einiges, ja. Wir haben dann Apple Pie offiziell gegründet gehabt, 2003, und haben dann mit ihm viele Male geprobt. Es hat auch alles ganz gut geklungen. Wir haben super verstanden, hat eigentlich auch alles gut geklappt, nur hat er dann nicht viel Zeit gehabt für die Musik. Hat es dann auch selber eingesehen, dass wir so nicht weitermachen können, weil wir brauchten jemanden, der auf jeden Fall sich mehr dahinter klemmt, hinter die Band so. Hat er dann von sich aus auch gesagt, dass er halt das nicht weitermachen kann. Wir sollen uns lieber einen anderen suchen. Ja, und dann kam Sascha. Sag, ich bin Sascha. Hi, ich bin Sascha aus Stornheim. Und dann haben wir uns getroffen. Und wir wollten erstmal testen und wir haben dann in dem Proberaum eine allererste Probe gemacht. Und dann haben wir ein paar Mal zusammen gespielt. Hat alles gut geklappt. Genau ihn wollte ich auch dafür haben. Also das hat schon so alles gepasst. Es war, wie gesagt, sehr perfekt, also es hat alles sehr schön hingehauen und ja, wir haben dann unsere ersten Songs geschrieben. Ich habe ihm dann Caramel gezeigt und er war sehr begeistert. Ja, und dann ging das immer so hin und her, wir haben mal zusammen geprobt und so und wir hatten diverse Startschwierigkeiten, aber später haben wir uns dann doch zusammengefunden und haben gemerkt, dass es doch die perfekte Mischung ist. Er hat halt perfekt zu Alex gepasst. Crazy, but it's true. Und es war, man kann eigentlich sagen, lieber auf den ersten Blick, weil es hat alles so die Chemie gestimmt, es hat sich sehr, sehr gut angehört. Beide haben gute Ideen gehabt, sehr gute Ideen für Songs, haben sich gegenseitig gut ergänzt und haben sich auch Zeit genommen, um einen Song richtig gut zusammenzubasteln. Offiziell im Februar 2004 war es dann soweit, wo wir als Apple Pie richtig präsent waren. Und von da an haben wir eigentlich, ja, bis zum Schluss zusammen Musik gemacht. Quasi Alex, Sascha und ich. I know the time, I know the time, time will heal. Mein erstes Mal mit Apple Pie natürlich. War das Hard Taste 2004. We are the guys from Apple Pie.
Yes. I'm the bass player, and that's right, it's the guitar player. And we're gonna play, we're gonna rock the Hard Taste on Friday night. Friday, not Friday night, on Friday afternoon. Oh, fuck. Okay, ich kann das Pause machen. Mach schnell auf Standby. Is that thing okay? Yes. You need the fucking keys right there. Now we're gonna drive to the fucking Hard Taste. Let's go. Right? Fucking? Okay. Yeah. Okay. And now we're gonna drive into this door. No, that's not true. We're really gonna drive to the Anus Taste 2004. Yeah. We're gonna rent this fucking car right fucking now. Oh no, not really. Now, something special is happening. I'm driving through this curve, to the Dead Man's Curve. Right here's a fucking cat. Go away, man. Whew. We're pretty much wrapping up the show here. And this is the first show ever. Da haben wir als erstes irgendwie gespielt, und total früh, ich glaube mittags sogar schon. Einerseits war es eine Ehre, auf dem Festival zu spielen, weil es wirklich die erste Show war und es war eine große Bühne, es war Open Air. Und aber andererseits war es halt wirklich schwierig, weil das halt schon Mittag losging und dadurch die ganzen Leute noch geschlafen haben in ihren Zelten oder besoffen waren, keine Ahnung. Ja, erster Auftritt, was soll man sagen? Wir waren aufgeregt, wir hatten sau schlechtes Wetter, was uns sehr angekotzt hat. Es war kalt, es hat geregnet. Ich kann mich daran erinnern, es war beschissenes Wetter, es war saukalt und wir waren verdammt aufgeregt. Wir konnten das echt nicht glauben, aber dann auch als erste Band, wir wurden nicht so gut abgemixt. Ziemlich schlechte Voraussetzungen, aber dafür haben wir uns, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich weiß noch ganz genau, vor dem Konzert haben wir uns Haufen Songs reingeknüppelt, dass wir überhaupt das Programm voll kriegen, weil wir gar nicht so viele Songs hatten, weil das alles sehr, sehr kurzfristig war. Und es lag auch daran, dass wir gar nicht so viele Songs hatten, um die Zeit zu füllen, die wir hätten füllen sollen. Live here backstage, Apple Pie and all that shit. Ach, das sind doch die komischen Jungs von Apfelkuchen. Wir befinden uns jetzt im Backstage-Bereich vom Hard Taste 04. Backstage-Bereich? Wir stehen uns beim Honest Taste, weil ja. Backstage. Die Leute haben das halt teilweise gut gefunden, teilweise uncool gefunden. Teilweise konnten sie mit unserem Humor auch nicht umgehen. Also wir waren ziemlich derbe drauf, wir haben viel Scheiß erzählt und die Leute waren einfach nicht drauf vorbereitet auf sowas, würde ich sagen. Also sie hatten gedacht, da kommt halt irgend so eine Band. Ich war total überrascht, was Alex für eine Scheiße labert. Hey, Sascha! Ja? Es ist Hard Taste. Das ist, was denn sonst? Es ist Anus Taste. Okay. Es ist Anus Taste 2004. Fucking cooler Song, der ist nämlich fucking cool, deswegen sag ich fucking cooler Song. Hey, ich bin hier, wie heißt sie? Mariah Carey, ich kann hier 12.000 Oktaven singen. Echt? Okay. Oder was ist eine Rundum? Nee, ist egal, vergiss es. Fucking shit, shit, fuck, cocksucker, motherfucker. Meine Dusche. Meine Wohnung. Yeah, Sido. Yeah, Sido, come on. Yeah, oh. Yeah, oh. Mein Haus. Mein Gott. Meine Wohnung, meine Dusche, mein 16er Stock. Der Türke mit dem Messer ist cool. Schon besser als du. Schon besser. Weil ich bin der warme Sido. Wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Wir haben alle Songs, die wir hatten, gespielt. Die restliche Zeit haben wir ein bisschen Bullshit gequatscht. It's gay. That's fucking cool, man. Fucking shit. Fuck motherfucking shit. Okay. Fuck is good, fuck is funny, many girls. Fuck for money. And if you think that fuck is funny, fuck yourself and save your money. Okay. Das weiße Worte, die solltet ihr euch merken. Später, wir sehen uns. Ja, bis nächsten Mal. Es gibt dir nichts dran. Macht's gut, ciao. Dann war das Konzert vorbei. Ich war froh. Der Rest, glaube ich, auch. Wir waren nicht ganz zufrieden, aber wir hatten den ersten Auftritt hinter uns gebracht. Und der war, glaube ich, nicht so schlecht. Für den allerersten Auftritt war es schon okay. Viele Leute hatten auch Spaß, obwohl sie es nicht zugegeben haben. Woran ich mich noch gut erinnern kann, waren
während meine Eltern da waren. Und als ich dann irgendwann zu Hause war, haben sie mich gefragt, nachdem sie uns gesehen haben, ob ich wirklich mit den beiden weiter Musik machen will. Na, ich sag, na klar, warum nicht? Und sie haben nur den Kopf geschüttelt und sind aus dem Zimmer gegangen. Im Verlauf des Jahres 2004 sind wir durch die ganzen Locations in Erfurt getingelt, sag ich mal, und haben unsere Shows dort gespielt und die Leute haben immer wieder gefragt, wann gibt's denn von euch mal was zum Anhören auf CD? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen noch ein paar Songs fertig, wir gehen ins Studio, macht euch mal keine Sorgen, das kommt schon bald. Die erste Platte, die wir produziert hatten, war ein Demo, das war das Wacky Tiki Demo. Hi, I'm the Wacky Tiki. I'm gonna be on Apple Pie CD, Wacky Tiki Demo, oh yeah. And I am the Tiki, I'm from Hawaii, ha ha ha. And I'm very cool, and I'm very dark, and I'm very wooden, and I'm very gay, haha. Ja, wir haben uns dann natürlich auch ein Studio gesucht und sind dann gleich zum Musikcollege gegangen und haben dort einen Termin festgemacht und haben dort dann im Februar und März 2005 unser erstes Demo aufgenommen, das Wacky Tiki Demo. The Wacky Tiki, the Wacky Tiki, the Wacky Tiki on the Wacky Tiki. Und wir haben wirklich sogar, glaube ich, noch unsere Eltern angepumpt, dass sie uns Geld geben, dass wir wirklich die Platte produzieren konnten. Das war ganz cool. Genau. Das erste Mal im Studio mit Frank Sommer. Hi, Frank. Sag hallo. Hallo. War eine sehr gute Erfahrung. War eine schöne Zeit. Ein bisschen stressig, weil wir, glaube ich, 13 Songs oder 14 Songs in 3 Tagen da eingespielt haben. Den ersten Tag halt Instrumente einspielen, zweiten Tag Gesang aufnehmen und dritten Tag abmischen. Ja. Wir haben viel Stuff mit, das wird cool. Und wir sind dann ins Studio, haben teilweise dort an unseren Songs gebastelt und aufgenommen von früh um 9 bis nachts um 1. Es war sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr cool. Und das war wirklich eine wahnsinnig geile Erfahrung. Ich war vorher noch nie im Studio. Und erstens mit den Jungs, mit der Band, die ich geliebt habe, ganz viel Zeit verbracht. Es war wie eine Klassenfahrt, kann man so sagen. Und mit uns dreien. War richtig lustig, die ganze Zeit mit den kaputten Typen da abzuhängen. Welcome to the Apple Pie. Wait, say! Wir sind hier im Studio. Ja, wir spielen erstmal. Ist erstmal. Sag mal noch Tschüss. Tschüss. Dich ab. Obwohl Stefan ist. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Apple Pie im Studio. Take 2. Hi. Der zweite Tag im Studio. Und wir sehen könnt, das ist ziemlich okay. Halt Winter Wunderland. Winter Wunderland. Und sogar ein bisschen mit Sonne. Ja, yeah, right. Die Stimmung ist ziemlich gut. Man sieht die Sonne gar nicht. Fuck. Wir haben richtig, wo wir dort im Studio waren, haben wir richtig gemerkt, das ist genau unser Ding, das ist das, was wir wollen. Ein bisschen Spaß auf der Toilette gehört natürlich auch dazu. Trottel. Oh. Was steht? Zähne putzen, Sascha, putz Zähne. Katastrophe. Here we go. Bisschen Spaß an der Tankstelle beim Essen kaufen. Hi.
wir gehen jetzt ein bisschen essen. Streuselschnecke? Also normalerweise stehe ich nicht so auf Streusel an Schnecken, aber hier zum Essen ist okay. Um die Kasse aufzubauen. Sowas machen wir nicht. Ich habe viel dazugelernt, was die Arbeit im Studio angeht, wie man sich verhalten muss, worauf man achten muss. Und es klingt halt anders als auf einer Bühne oder im Proberaum. Man hat wirklich dann gesehen und gemerkt, dass das, was man selber gemacht hat, so die Songs, die wir geschrieben haben, dann mal wirklich zu hören, weil das war ein Teil von uns, was wir da aufgenommen haben. Das war wirklich geil. Wir haben gerade Long Drive eingespielt und wir checken jetzt mal schnell bei Frank aus. Ja. Yeah. Es war auch teilweise für unsere Stimmen anstrengend, da den ganzen Tag alle Songs 5000 Mal zu singen, was man leider auch dem Demo etwas anhört. Das finde ich nachträglich ein bisschen schade so. Finde ich ganz schön schwer. Frankie löscht alles nachher. Oh, das ist nicht gut. Weil er zu Bier getrunken hat oder so. Also komm auf den roten Knopf. Was hältst du davon, dass Apple Pie heute Abend noch spielt? Ja, weißt du. Naja, halt. Ziemlich scheiße. Crazy shit, man. Die Live-Shows waren, glaube ich, so unsere Stärke. Also wir haben immer 100% gegeben, wir haben immer versucht, alles rauszuholen, egal ob das eine schlechte Show war oder ob das eine gute Show war. Wir haben immer unser Bestes gegeben. Hey, wir sind gerade in Schneckenstein im Hochland und es sind zwei Leute vor der Bühne. So, heute ist der. Was ist denn heute? Scheiße. Der 20. Heute ist der 20.01. 2005. Ja. Yeah. Und heute Abend spielt Apple Pie als. Nicht als Support, sondern als Headliner. Alex muss auf die Bühne, sonst wird's jetzt. Jetzt geht's los. Unsere Live-Shows waren definitiv immer lustig, weil ich speziell habe nie gewusst, was mich heute Abend erwartet. Weil ich musste ja teilweise auf diverse Sprüche von meinem Ehepartner auf der Bühne eingehen und teilweise ging das so krass unter die Gürtellinie, was nicht schlimm war, was cool war. Aber ich konnte teilweise gar nicht so schnell zurückschießen, was der mir in den Kopf geknallt hat mit diversen Vaginas und Mösen und Fotzen und Fick deine Mutter. Ist das hier warm? Du alter Hurensohn. Fick deine Mutter. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Fuck you! Der Typ hier, der hier gerade spricht, der kommt nicht aus der Erfurt. Der kommt nicht aus der Mumu von seiner Mama. Hey, warte, ist ja langsam warm. So scheiße. Aber nicht so warm wie Alex. Hey, Ray kommt jetzt noch nicht, du Homo. Mit Carmen kann man ziemlich viel anfangen, außer essen. Nämlich Mädchen damit einreiben und dann ablecken. Yeah.
vor allen Dingen die pinken Stellen am Körper. Genau. Yeah! Fuck yeah, man! Ja, dann ist er schon versteckt, Koks. Der Vaginas von Nutten und schickt sie über die Grenze. Und das ist Leidenschaft. Und wenn euch der Sand in eurer Vagina juckt, schüttelt ihn einfach ab. Das habe ich auch immer gemacht. Hey, der nächste Song ist über Huren. Ihr kennt das ja, am Straßenstrich stehen sie immer rum. Der nächste Song heißt über Alex ein Penis und der Song heißt Too Short. Oh Scheiße, ich habe neulich von Alex seiner Mutter geträumt. Und dabei habe ich aus Versehen eingequotet. Und deswegen habe ich ein Lied geschrieben auf der Herfahrt. Und der Song heißt Full of Scheiß. Eigentlich widmen wir ja mal diesen Song jemand anders, aber. Der Song geht an alle, die es heute Abend in die Hosen kacken. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Leute geschockt mit dem Scheiß, was sie erzählt haben. So. Aber das ist auch, glaube ich, ein Teil gewesen, was die Band ausgemacht hat, viel Scheiß zu erzählen. Viel Scheiß. Viel Scheiß. Wir wollten den Leuten wirklich zeigen, dass wir es drauf haben. Wir wollten den Leuten zeigen, dass wir eine gute Show liefern können. Vom Großen und Ganzen. War, glaube ich, für jeden was dabei. Ein bisschen Comedy, ein bisschen Punkrock. Uns war scheißegal, ob wir jeden Ton richtig treffen oder ob unsere Instrumente wirklich 100% gestimmt sind. I'm sorry, man, der Bass ist voll nicht gestimmt und so. Das ist nicht cool. Aber ich werde dieses jetzt mal tun. Soll ich da auch mal stimmen, Sarah? Ja, stimmt mal. Okay. Ging doch, oder? Ich hab's vergessen. Bei Sascha geht nichts, mein Mikrofon. Hey. Wir machen Schalter an. Okay. 3, 4. Live spielen war immer das Geilste. Den Kram rausballern. Und wenn die Leute vor der Bühne getanzt haben und teilweise auch in Städten, wo wir gespielt haben, wo wir noch nie waren, Kids vor der Bühne standen und haben unsere Songs mitgesungen, das war auch ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und das werde ich nie vergessen. Leute haben das gekannt und das war geil und dafür waren wir auch sehr, sehr dankbar. Also ich danke auch allen Leuten, die jemals zu einer Show von uns gekommen sind, weil wir wussten es immer zu schätzen, wenn die Leute da hinkommen, wegen uns. Wir wussten es immer zu schätzen, wenn sie abgehen. Deswegen haben wir auch immer allen Leuten auch immer unseren Dank gesagt. Diese Songs waren voll auf Scheiß! Here and there, I will tell it all. Just be aware, I did it, and I saw.
viele Freunde, die uns unterstützt haben und denen wir auch sehr, sehr dankbar sind, die immer zu unseren Shows mitgefahren sind, haben Fotos gemacht, haben unseren Merch verkauft, haben uns unterstützt, wo sie nur konnten, und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Warum bist du heute hier? Ich will Apple Pie sehen. Ihr müsst mal was erzählen. Na, was soll ich denn erzählen? Um was es geht, warum ihr hier seid und warum ihr... Na, wegen Apple Pie. Echt? Ja. Cool. Hätte ich gedacht. Ja, also es geht hier heute viel ab. Ich bin hier extra hergekommen aus dem Ghetto Bremerhaven. Ja. Und bin jetzt extra hier nur um Apple Pie natürlich... Wir hatten viele, viele Leute, die unsere Musik gut fanden, die es auch zu schätzen gewusst haben, wie wir abgehen auf der Bühne und was wir den Leuten bieten auf der Show und alles. Ich freue mich ganz doll, dass Apple Pie heute hier spielt. Einige Fans sind auch zu richtig guten Freunden geworden. Und Freunde sind zu richtig guten Fans geworden. Wir hatten einen Song, der hieß Ray is Gay. Das war ein Song über einen Jungen, der gay war. Und das war, glaube ich, der Song, den wirklich alle Leute kannten. Wenn die Leute nicht wussten, wer Apple Pie ist, aber sie wussten, dass es einen Song gibt, der Ray is Gay heißt. Okay, in dem nächsten Song. Jeder, der Apple Pie kennt, kennt auch diesen Jungen. Der Typ, um den es den Song geht, der heißt Ray. Ray ist nämlich gay, deswegen heißt der Song so, Ray is gay. Und wir haben wirklich alle immer mitgekrölt, alle mitgesungen und mitgemacht. Und zwar definitiv ein Song, den wir immer live gespielt haben. Und den wir auch immer live spielen mussten, weil das die Leute geschrien haben. Ray is gay, ja. Die Leute wollten Ray is gay, die haben Ray is gay geschrien. Die wollten die Songs, die waren alle begeistert, da war eine riesen Stimmung. Die haben die live bei den Konzerten schon natürlich alle mitgesungen. Und es war Wahnsinn. Also das war echt cool. Also einer der besten Apple Pie Songs, die je geschrieben wurden. Ja. Ja! Willkommen in der Gay Zone. Fuck you! Ey, ihr müsst jetzt nur auf 0190 12 10 12 10 anwählen. 12 10 12 10? Ja, dann seid ihr in der Gay Zone bei Ray. Ihr nehmt euch ziemlich hart ran. Und zwar in die Ass. Action! Für Ray.
Und nur für Ray. Wir holen uns unsere Belohnung nachher bei dir ab. Hey, bei Ray hat nur einen Freund, das ist nämlich sein Finger. Okay, wir kommen jetzt zur dunklen Seite von Apple Pie. Ich glaube, das war im April 2006, als ich einen Anruf gekriegt habe von einem Möchtegern-Plattenboss, keine Ahnung. Der hat mich angerufen und hat gesagt, hey, ich finde Apple Pie geil, ich will euch einen Vertrag nehmen. Und ich habe sofort Alex und Olli angerufen, war aus dem Häuschen und habe gesagt, hey, es gibt jemanden, der uns einen Vertrag nehmen will. Wow, geil, geil, geil. Was ist hier los? Apple Pie startet durch. Anfänglich, glaube ich, wie bei jeder Band, haben wir uns gefreut. Auf jeden Fall, als wir den Vertrag unterschrieben hatten, war eine CD-Produktion geplant, die dann auch ein paar Monate später losging. Ja, bei der Galaxy They Came From EP war das auch ein Problem, weil uns wurde versprochen, die kommt in alle Läden und alles. Und am Ende war es so, dass es überhaupt nicht irgendwie gab. Ich habe extra ein schönes Cover entwickelt, habe alles, das Layout genau zugeschnitten, wie es alles sein soll. Und am Ende wurde es alles so versaut, dass es überhaupt nicht mehr gepasst hat. Und es war relativ schwierig, weil wir dann schon gemerkt haben, dass es dann teilweise auch alles sehr, sehr unprofessionell läuft. Ja, leider haben wir dann schnell gemerkt, dass es nicht so funktioniert mit B12, weil sie dann doch nicht so die Vorstellungen hatten, die sie uns da erzählt haben. Es wurde einfach nur Bullshit dort gemacht, also nichts von dem, was erzählt wurde, ist wahr geworden, nichts davon hat alles hingehauen, am Ende hat uns B12 Records nichts Positives gebracht, was eigentlich tun sollte, was für ein richtiges Label sich gehört. Ja, und so hat es auch ganz schön an den Nerven gezerrt, bis dann mal was zustande gekommen ist. Wir haben dann wirklich versucht, irgendwie von der Plattenfirma loszukommen, weil wir wieder unseren eigenen Weg gehen sollten. Das war aber verdammt schwierig, weil wir quasi von Neuem wieder angefangen haben und haben dann versucht, uns nochmal aufzurappen, aber irgendwie nicht wirklich die Kraft gehabt. Man hat gemerkt, dass ein Bruch drin war und es ein bisschen gekriselt hat. Nichtsdestotrotz haben wir noch 6, 7, 8 Songs auf die Reihe gekriegt, bei dem man auch gemerkt hat, dass es vorwärts geht. Richtig gute Songs. Boom, 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 I let me hear you say well. Well. I said boom, 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 I let me hear you say well. Well. Richtig schöne Songs. Die Hexen, die Hexen, die Hexen wollen wir killen. Die Hexen, die Hexen wollen wir killen. Die Hexen wollen wir killen. Woo, woo, hier braten wir die Kinder. Woo, 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 woo. Wir sind auch textlich etwas reifer geworden. Aus deiner Fotze läuft die Rotze, du kleine Fotze. Aus deiner Fotze läuft die Otze, du kleine Fotze. Du kleine Fotze, kleine Fotze, kleine Fotze. Du kleine Fotze, aus deiner Rotze läuft jetzt die Otze. Zeig mir deine Fotze und sag dir, wie spät es ist. Danke. Well, you know, Ray's so damn cool. Ray fucked my mom in a swimming pool. And then, later on, she said, hey, son, you're better than your dad. Dann 2007 rum haben wir langsam gemerkt, als wir uns dann von B12 Records getrennt hatten, dass das Label uns doch ziemlich kaputt gemacht hat, so im Inneren. Und wir überhaupt keine Lust mehr hatten, irgendwie als Band zu spielen. Und wir einfach gedacht haben, es ist vielleicht besser, wenn wir eine Pause machen oder ganz aufhören. Das hat auch die Band dann irgendwann wirklich kaputt gemacht, weil diese scheiß Plattenfirma, es lief alles so unprofessionell. Und die Leute waren dann am Ende so scheiße, dass wir auch selber dann wirklich keinen Bock mehr hatten. Und wir haben dann
nach und nach echt gemerkt, wie scheiße das alles ist. Und wollten dann einfach nur noch weg und zur Ruhe haben. Wir hatten echt keinen Bock mehr, so, weil wir haben echt gedacht, das wäre unsere Chance gewesen. Und die Chance ist jetzt versaut, beziehungsweise die Chance ist total nach hinten losgegangen. Bis wir uns dann zusammengesetzt haben, drüber gesprochen haben und wir das dann beschlossen haben, dass wir halt nicht mehr weitermachen, weil es so, wie es zu dem Zeitpunkt war, nicht mehr geht. Ja, und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir die Band lieber auflösen, und ich habe mich dann mit den beiden hingesetzt und habe halt gesagt, wir lassen es. Und das war dann das Ende von Apple Pie. Wir haben nie eine Abschiedsshow gespielt, was im Nachhinein sehr schade ist, weil ich hätte gern so einen letzten Auftritt noch gehabt, so mit den Jungs. Dass vielleicht nochmal alle Leute, die uns jemals gesehen haben, irgendwie hinkommen, und alle Leute, die wir kennen. Das wäre nochmal so ein schöner Abschluss gewesen, aber leider nicht. Hat sich irgendwie nicht so ergeben. Musikalisch gesehen die beste Zeit. Aus dem Grunde, es war meine erste Band. Es war eine ziemlich lange Zeit. Wir sind auf jeden Fall, also Alex, Sascha und ich, so richtig guten Freunden geworden in der Zeit und durch die Zeit. Wir sind leider nicht so viel rumgekommen, wie wir es, glaube ich, uns erhofft hätten, aber die Shows, die wir gespielt haben, waren immer von unserer Seite her 100% Action, Spaß. Und es ist schade, dass es halt irgendwann dazu gekommen ist, dass wir nicht mehr weitergemacht haben. Apple Pie, kann man wirklich sagen, ist so eine Band, wo man auch, wenn man sie vielleicht nicht mochte, sagen musste, sie sind einfach lustig. Oder sie geben ihr Bestes, weil wir haben uns immer sehr, sehr angestrengt, alles so gut wie möglich zu machen, so perfekt wie möglich zu machen. Egal, ob es nun beim Songwriting war oder bei den Live-Auftritten oder im Studio. Apple Pie ist definitiv ein großer Teil in meinem Leben gewesen. Oder ist ein großer Teil in meinem Leben, was ich niemals vergessen werde. Ich habe mit den Jungs, bin ich durch dick und dünn gegangen, wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt, haben große Bühnen gespielt, haben kleine Bühnen gespielt, wir haben vor viel Publikum gespielt, wir haben vor wenig Publikum gespielt, wir haben Scheiß-Shows gespielt, wir haben saugeile Shows gespielt, haben mit coolen Bands zusammengespielt, mit sehr uncoolen Bands zusammengespielt, und ich hoffe, dass es auf jeden Fall nochmal dazu kommen wird, dass wir nochmal live auf der Bühne stehen und nicht nochmal an so eine scheiß verfickte Plattenfirma irgendwie geraten, die uns irgendwie so dermaßen ins Knie fickte. Und deswegen werde ich diese Zeit definitiv nie vergessen. Hey, Alex. Yeah, hi. You guys should get on Warped Tour, like, if you guys could play here, I'm telling you, people would love you, man. If I love punk, I love you guys. I mean, I'm not anything special, but I think you guys sound good, you know? You guys are something special. The more you write, the more I care. Get any
share. So maybe you can take up your disguise. There's something wrong, I don't know what. Should we get away or not? I can see it in your eyes. Right eyes. Shit. It's so fast, it's not so hard to make it last. But in your head you left me months ago. Now I realize a lot. I tell you something just because, to make sure that you will know. Cause since you are gone, just all things went wrong. I'm talking about the life that will end so long. I can't forget the times we once had. And so we get out of touch. Sehr geil. Sehr geil.